Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zurück zu Street Fighter 5 mit eurem Spooky4F und wir gehen wieder in den Survival Mode. Auf Leicht, es stehen ja noch einige Charaktere aus und zuerst wählen wir Dalsim, auch einen der klassischen Charaktere von Street Fighter eigentlich. Für mich auch ein sehr guter Charakter normalerweise, ein bisschen schwer zu spielen, aber wenn man den drauf hat, ist es eben wirklich ein Charakter für fortgeschrittene Spieler. Ich habe ihn nicht drauf. Vor allem nicht in diesem Teil. Ich weiß auch nicht, wie es in diesem Teil ist. Also ich gehe jetzt von den anderen Teilen aus, von den Vorgängern. Da konnte man mit dem doch schon den Gegner recht stark überraschen. Sage ich jetzt mal so. Und jetzt probieren wir das mal, was wir so mit dem können. Das können wir zum Beispiel schon mal. Eine nette Begrüßung. Dann haben wir immer noch das lange Bein. Und ansonsten muss ich eben wirklich alles rausfinden. Fliegen können wir auch hier, also porten. Es gibt auch noch eine andere Portmöglichkeit mit ihm. Der war nice. Jawohl. Ja, wenigstens ein perfekt rausgeholt. Wie gesagt, ich muss jetzt wirklich noch ein bisschen gucken, was man mit dem so machen kann. Ja, verbiegen kann man sich ganz schön. So, was haben wir hier? Oh, eine Angriffskraftverstärkung für den Gegner. Komm, die holen wir mal. Dann kriegen wir ein doppeltes Score. Ist egal. Schon ein bisschen auf Punkte auch spielen. Ich will nicht ganz so untergehen. Zack. Versuchen wir mal ein paar Kombos aneinander zu reihen hier. Der war geil. Nein! Habe ich mich noch so schön weggeportet. Das kann man auch gut einsetzen. Allerdings muss ich auch noch rausfinden, wie das funktioniert. Aber ja, jetzt haben wir eben doch schon ziemlich auf die Schnauze bekommen wegen dieser Angriffskraftverstärkung. Haben wir eigentlich keine große Pluspunkte damit gesammelt. Scheiße. Ach du Blockbestie. Hör auf jetzt, Ken. Nein! Arschloch! So, Critical Art. Toll. Die ist natürlich super gewesen hier nochmal. An dieser Stelle. Feuer! Lavaschiss. Da war das Chili wohl zu scharf für dich. Du Arschgesicht. Oh, deutscher Eminem. Rap-Gott. Oh Mann, Alter. Dieser indische Chili-Schoten-Knabberer. Scharfes Chili hier heute. Oh Mann, Alter. Mach mir den Schmetterling flatter, flatter. Manche werden jetzt lachen. Das ist ein kleiner Insider. Oh weia. Alles wieder crazy. Verrückter Tag. Kriegst du einen auf die Schnauze, alte Pflaume. Oh Mann. Jawohl, jetzt ist er wieder so nah dran, dass ich ihn nicht treffe. Ja, oh Mann. Ey, ich hoffe, ich kann euch hier irgendwann noch die Critical zeigen von dem. Wäre schon geil. Baby, verbieg dich für mich. Yoga Kamasutra, was? Oh Mann, ey. Jetzt kommt Ryo, oder? Ja, genau. Ja, Destiny. Komm, geh eine Runde Destiny zocken und nerv die Menschheit nicht. Ich kann Feuer spucken. Kannst du das auch? Ja, das ist natürlich auch
Hör's auf mit Hadoukens. Bin ich gar kein Freund davon. Außer wenn ich so machen kann. Darf. Muss. ja, genau in den Shoryuken geportet. Morph. Totgekloppt. Ja, ich muss eben wirklich noch ein paar Kombos mit dem rausfinden. Wird noch, Leute. Keine Sorge. Sind das hier? Nee. Danke. Mag keinen maximalen Betäubungsschaden. Nicht mit dem. Noch nicht. Ich muss mal die Trials mit dem... Oh, jetzt habe ich wieder weggedrückt. Tut mir leid an dieser Stelle. Das mache ich schon automatisch. Ich spiele das Spiel zu oft. Manche haben ja gesagt, es wäre auch schön, mal die Charakterclips zu sehen. Ja, das stimmt. Muss ich mich auch wirklich mal dran gewöhnen. Wenn ich aufnehme zumindest. Aber es ist eben, weil ich das für mich... drücke ich das alles weg. Und... ja. Oh Mann, ey. Ich krieg's nicht auf die Reihe. Ja, das müssen wir im nächsten Kampf oder so machen. Oh! Hat's aber schön geblockt hier gerade mit dem... mit dem Fokus. Sie war wohl nicht on fire. This girl was not on fire. Aber Ketten. Kettenhunds. Kettenhundssohn. Oh Mann. Ja, du hast wohl bei Super Mario genuckelt. Du fetter, hässlicher. Oder du hast Super Mario gefressen, so wie du aussiehst, du Fettsack. Jawohl, jetzt aber komm. Der muss treffen. Der muss. Aber ich glaube, das war nicht das Endprodukt. Dieser Critical Art wieder mal. Komm, zeig mir die Zeitlupe. Spiel die Zeitlupe ein, Baby. Nee. Wir können jetzt natürlich auch mal hingehen und... hier, wo ist denn das mit der Critical genau? Holen wir doch einfach mal. Machen wir die Critical ein bisschen voller. Dann können wir sie nochmal eher machen. Also nochmal ausprobieren. Gegen Storch. Kalif Storch, Baby! Alter! Hau jetzt ab! Alter, willst du mich verarschen? Und guck mal, wie der da rumflieht. Fliegt, flattert. Komm, jetzt aber. Bitte, 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 gib ihm. Ja, komm. Yeah! Critical Art Finish. Ist schon komisch mit dem Typi irgendwie. Aber okay. Läuft. Ja, ja. Sagen sie alle. Und dann machen sie dann nach einer Minute schlapp. Siehst du? Da, was ist denn los, ne? Ein Klassenbesser, Baby. Spiel nicht mit dem Teufel. Mein Chili macht mich scharf. Oh Mann. Mäh. Oh weia, oh weia, oh weia. Also, letzte Stage, liebe Freunde. Neckery. Für mich so ein Boss-Charakter. Mit dem müssen wir auch noch ran. Wo ich keine Ahnung habe, wie man den spielt. Also wirklich, bei dem habe ich keinen Plan. Da komme ich gar nicht klar.
Ja, wenigstens weiß ich, wie man ihn vermöbelt. Hau ab jetzt! Oh Mann, ich wollte noch die Critical ansetzen und auf Distanz gehen, aber es hat nicht so geklappt. Ja. Sehr schön. Ein Perfekt, ein Critical drin. 87.000 Punkte. Wir kriegen eine neue Outfit-Farbe. Was will man mehr? Ja. Ja, gut, noch EP und so ein Zeug. Kann man auch mitholen. Macht Spaß. Eine Nachricht vom Server. Jihü. Gipfel der Geheimnisse. Ne, Gipfel des Geheimnisses. Okay. Ein Titel noch frei. Also, das kriegt ihr auch. Ihr kriegt auch einen Titel frei, wenn ihr es schafft. Es gibt ja auch eine Trophy für 30 Titel, glaube ich, im Besitz oder so. Also, die kriegt ihr dann auch dadurch. Und ich bin schon mal gespannt, wenn wir da demnächst auf Normal versuchen. Ich habe es ja schon ein paar Mal versucht. Ist nur nie was geworden. War immer knapp gescheitert. Und dann sage ich jetzt mal vielen Dank fürs Zuschauen. Und hoffentlich bis zum nächsten Mal mit Street Fighter 5 und eurem Spooky 5. Feuer!